Enemies to the East. Serienfans können den 17. Juli kaum noch erwarten. Der Start der neuen Staffel von Game of Thrones wird nicht nur von Fantasy-Liebhabern heiß erwartet. Doch bei der Erfolgsserie wird sich in Staffel 7 einiges ändern. Wie die Produzenten bekannt geben, wird es nur 7 statt den gängigen 10 Folgen geben. Der Grund, man will mehr Budget für die einzelnen Folgen zur Verfügung haben. Denn schon Staffel 6 deutet epische Schlachten zwischen den Familien in Westeros an. Und diese wollen die Macher wie in einem Blockbuster-Film darstellen. Jetzt werden Titel und einige prägnante inhaltliche Details bekannt. Episode 1 erhält den Titel Dragonstone. Die Beschreibung der Folge lässt vermuten, dass Daenerys zu der Festung ihrer Ahnen reist, im Deutschen Drachenstein genannt. Cersei wiederum versucht mit ihren manipulativen Fähigkeiten neue Allianzen zu gewinnen. Zuletzt wird noch Jon Snow erwähnt, welcher weiterhin versucht, das Voranschreiten der Weißen Wanderer zu verhindern. Stormborn wird Episode 2 genannt und wieder scheint Daenerys im Fokus zu liegen. Diese erhält unerwarteten Besuch. Ist es vielleicht Melisandre, wie schon der Trailer vermuten lässt? Jon Snow muss sich unterdessen mit seinem Gefolge herumschlagen und Tyrion, der Serienfavorit, soll in dieser Folge vorkommen. Dieser schmiedet schon Pläne für die Eroberung von Westeros. Mit der ominösen Überschrift The Queen's Justice wird die 3. Folge betitelt. Denn Königinnen gibt es viele im Lande. Daenerys, Cersei oder vielleicht Sansa könnten damit gemeint sein. Auch Jaime Lannister spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Der einarmige Ritter lernt aus seinen Fehlern. Ob er sich endlich von seiner Schwester und Geliebten Cersei abwendet und vielleicht bald an Johns Seite gegen die Bedrohung kämpft? Wir sind gespannt und am 17. sehen wir, wie es weitergeht.